Ja, die Telemedizin kann einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Arzt landet. Und dafür können Patientinnen und Patienten zu Hause im häuslichen Umfeld Daten generieren, die dann für ihre behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt von Relevanz sind. Und die Telemedizin stellt im Endeffekt diese Übertragung der Information zum einen dar und zum anderen eröffnet es einen neuen Kommunikationskanal zwischen den Behandlern und ihren Patienten. Und diesbezüglich haben wir sowohl in ganz klassischen Settings, wie zum Beispiel im Rahmen der Schwerverletztenbehandlung oder im Bereich der Teleradiologie, einen wichtigen Austausch, aber heutzutage auch bei vielen chronischen Erkrankungen, wie beim Diabetes, also bei der Zuckererkrankung, bei der Herzinsuffizienz oder bei chronischen Lungenerkrankungen. Daten können eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, um neben dem Gespräch, was zwischen Patientinnen und Ärztinnen stattfindet, noch objektivierbare Informationen zu geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein aktuelles Beispiel bei Covid-19 ist zum Beispiel die Sauerstoffsättigung. Wir können heutzutage im Zuhause bei Patientinnen und Patienten mit einfachen Geräten zum Beispiel die Sauerstoffsättigung erheben. Und dieser Wert kann über das Smartphone an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin übertragen werden und damit eine ganz, ganz entscheidende Information bieten, ob Patienten guten Gewissens zu Hause verbleiben können oder ob sie jetzt in eine Klinik aufgenommen werden müssen. Und diese Information hilft, Leben zu retten. Anonyme Datenspenden treten an ganz unterschiedlichen Orten auf und können damit helfen, Krankheiten zu besiegen. Wenn wir bei dem Covid-19-Beispiel bleiben, so können Patientinnen und Patienten heutzutage über ihre Anwendung in anonymer Art und Weise Daten spenden. Und diese Daten, zum Beispiel aus der häuslichen Umgebung, aus dem ambulanten Sektor, tragen ganz entscheidend bei, ein Informationsdefizit zu stillen, weil wir in diesem Bereich vor allem aus dem stationären Sektor, also aus der Krankenhausbehandlung oder aus der intensivmedizinischen Behandlung, Daten bekommen. Durch die Datenspende bekommen wir einen Einblick in die ambulante Behandlung, in den Krankheitsverlauf zu Hause. Und das ist der Ort, wo zum Beispiel aktuell 94% aller Patienten sind. Mit diesem Erkenntnisgewinn bekommen wir einen umfassenden Eindruck von den Erkrankungen und können damit Covid-19 besser bekämpfen.